Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdsalter und bei Starfield. Der Vollmals ist auch wieder am Start, das kann ja nur super losgehen. Bisschen laut auf den Ohren ist es gerade. Ja, wundere ich mich dann immer, warum ich so rumbrüll. Und dann natürlich noch mal Frosch im Hals kommt. Siehst du? So, wir haben immer noch die Mission offen, Hayden einen Bericht zu erstatten. Das heißt, wir werden uns mal auf den Weg machen. Bin nur am Überlegen, ob ich vielleicht noch mal irgendwie schauen wollte. Ob wir noch irgendwas am Schiff hier machen können. Komm, wir gucken mal rein. Vielleicht fällt mir noch spontan was Cooles ein. Nein, das ist falsch. So, das ist du irgendwas richtig. Abladen? Okay, kein Problem. Ja, meine Sorgen und Nöte, mein Bruder. Nein. So, ist ein bisschen die Frage. Möchte nämlich mal schauen. So, ja, Schiffsüberblick. Wir gehen mal in den Bilder rein. Kajütenleiter ist hier, genau. Frage ist so ein bisschen, hier unten kriegen wir keine Leiter mehr rein, ne? Doch, theoretisch sogar schon. Aber dann ist halt der Lagerraum da weg, den brauchen wir trotzdem. Also, bringt uns alles unbedingt viel. Stopp mal, auf Titan gab es doch irgendwie ein zweistufiges Cockpit, ne? Das wäre vielleicht noch interessant. Wobei, ist es jetzt insofern nicht mehr, weil wir eh nicht zweistufig sind. Hier haben wir hier vorne das Problem, dass unser Landedingsi da im Weg ist. Aber das Landedingsi könnten wir auch hier hinten anbringen und dann könnten wir hier noch ein Modul reinstopfen. Warte. Die Frage ist nur, was für eins? Drehen. So, dann kommen wir jetzt eben mal wieder hinten raus. Köstlich. So, dann haben wir auch das Problem mit dem Fahrwerk hier, weil das ist jetzt am Weg. Und ich glaube, ohne ist zu wenig, oder? Ja, da sagt er schon, uiuiui, jetzt wird das hier aber ein bisschen knappelig alles. Ah, das ist schade. Nur Frage, wenn die Waffe hier nicht da wäre, könnte ich dann... Oh. Oh. So, dann schubsen wir das einfach mal ein bisschen um. Vielleicht auch so. Das sieht dann auch ein bisschen gleich mal noch irgendwie so aus, als ob wir irgendwie ein bisschen schöner unseren zur Verfügung stehenden Platz eingesetzt hätten. Ey, wo hab ich den Kniff jetzt hin? Ach, da war's. Ja, dann ist das schon mal schön symmetrisch, das gefällt mir. So, und dann können wir jetzt hier noch irgendwas reinbauen. So ein Einer-Ding. Oder unten noch ein Zweier-Ding. Das brauchen wir dann auch, um ins Cockpit zu kommen. Noch ein... Oh, warte mal, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir könnten die Leiter hier unten anbringen. Dann können wir jetzt wenigstens gerade durch den Hoch. Das ist schon mal, glaube ich, besser als vorher. So, hier hatten wir eine Waffenkammer. Hier haben wir ein Wohnquartier. Hier haben wir ein Kontrollzentrum. Wenn ich den Lagerraum hier mal kurz wegpacke, macht er überhaupt irgendwas? Nee, ne? Der ist einfach nur Hülle. So, dann das Wohnquartier darüber, das Kontrollzentrum da rein. Und dann brauche ich mir jetzt noch irgendwas, was wir in die Mitte klatschen können. Was gibt es da Schönes? Landebucht, nicht ganz. Könnte noch mehr Frachtraum anbringen. Warte mal. Weißt du, was wir machen können? Wir gehen einfach hin und packen wieder diesen Lagerraum, den wir eben hatten. Technikstation. Haben wir eine Technikstation gehabt? Nicht, eine Technikstation hat man noch nicht. Bringt die uns irgendwas? Gibt uns noch eine Crewstation?
da unten die Kajütenleiter drin. Warte. Zurück. Hab's verpeilt. Sorry. Kajütenleiter, nein. Lagerraum. Dann packen wir den Lagerraum jetzt erstmal einfach mal. Nee. Nicht den. Den. So, Option, Farbe. So, Lagerraum bitte. So, jetzt müssen wir das doch da dran snappen können. So, jetzt sagt er aber immer noch, wir haben immer noch zwei Fehler. Und zwar sagt er, Schiff übersteigt maximale Länge, Breite oder Höhe. Ja, sagen Sie mal, wollen Sie mich nicht vergackeiern? Und es hat auch noch nicht verbundene Module. Ah ja. Gut, dann könnten wir theoretisch zur Not erst das Fahrwerk erstmal noch dran lassen, ne? Weil noch haben wir hier den Slot und da kriegen wir was dran. Ich weiß nicht, ob es irgendwie groß Wasser durch verloren hat, aber ja, gefällt mir insofern schon mal besser. So, dann wie immer nochmal alles einfärben. Mittlerweile kennen wir das Spiel ja ein bisschen. Farbe 1. Schön Anthrazit, schön dunkel. Farbe 2. Hätte ich gern wieder unser tolles Rot. Vielleicht mal ein bisschen knalliger machen diesmal, so. Und Farbe 3 sind wir wieder in diesem, ja, leichten Grau unterwegs. Oh, schön, schön, mag ich. Das sieht gleich ein bisschen toller aus. Hier oben hätten wir dann auch noch Möglichkeiten, Dinge anzubringen. Und wenn wir dann später das andere Cockpit haben, können wir dann da auch noch was dran machen. Ja, okay, jetzt habe ich zwar dann irgendwie eigentlich... Na doch, ich habe eine kleine Unschönheit gefixt. Und zwar, dass die Kajütenleiter jetzt hier irgendwie zentral ist. Das fand ich ein bisschen blöd, dass das vorher nicht war. Wir haben jetzt eine Waffenkammer, ein Wohnquartier extra... Wissenschaftslabor, Docker. Ja, also zwei Wohnquartiere. Das ist gut, glaube ich. Ich nehme das an. Und dann gehen wir zurück. Einzig blöd ist jetzt natürlich, jetzt muss ich hinten rumrennen. Aber die Triebwerkssektion gefällt mir immer noch ziemlich gut. So, wir steigen ein und laufen durch. So, und wenn wir jetzt hier schauen, können wir hier durch. Kommen wir ins Wissenschaftslabor. Können hier Dinge tun, für die wir keine... Oh, warte mal, apropos Dinge, für die wir keine Skills haben. Klebstoff. Noch mehr Klebstoff und Iridium. Okay, und jetzt wird's eklig. Okay, Klebstoff, Iridium, Tantalum, Titan, Polymer. Das merke ich mir niemals. Warte. Habe ich eine Idee? Sorry, ich weiß jetzt der Ton kurz weg. Aber... Da mal eine kurze mentale Notiz gemacht. So, nochmal die anderen Sachen anschauen. Da war es Klebstoff. Es war Klebstoff, Iridium. Eigentlich nur Klebstoff und Iridium.
Gut. Dann gehen wir nochmal eine Runde shoppen. Eigentlich wollte ich mir mein Schiff angucken, ne? So, mal ganz kurz schauen. Hier ist jetzt hier noch so ein kleiner komischer Pseudo-Lagerraum. Hier können wir hochklettern. Hier haben wir dann auch nochmal so einen kleinen Pseudo-Lagerraum. Tür. Ja, okay. Gut, aber das gefällt mir schon ganz gut. So, hier können wir nochmal schön Waffen ablagern. Haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht, so richtig, ne? Was soll man eigentlich mal tun? Hier irgendwie auch diese ganzen Rüstungsstände und so mehr ausnutzen. Wäre eigentlich ganz hübsch. Und hier, ja, ist noch ein Wohnquartier oder sowas, ne? Könnte man mal Gelegenheit auch mit Kram vollstopfen. So, guten Tag. Ich gehe nochmal ganz kurz. Oh Gott, jetzt muss ich hier dauernd in das Schiff rennen. Hm. Was sind das da? Die fliegende Salatgurke oder was? Ja, hat sich einer ein Cockpit auf eine Salatgurke geschraubt. So, dann gehen wir mal ganz kurz zu Jamison Mercantile und sagen mal Hallöchen. Ich hätte gerne von Ihnen ganz viele Dinge. Ich weiß, wir sind in Sicherheit. Sieh dich in Ruhe um. Ja, sei still, sei still. Ich möchte nicht jetzt mit mir reden. Da kommt nichts bei raus. So, also, wir haben gesagt, wir brauchen Klebstoff. Okay. Ich sehe, wir kommen weit. Iridium ist auch kein Star, das wird ja toll. Gut, Titan können wir einfach komplett kaufen. War nicht auch irgendwas mit Vanadium? Nee, oder? Ich nehme mal 5 Vanadium mit, was kostet die Welt? So, dann brauchen wir noch Polymer. Reichlich, also alles. Ein bisschen Schwerelosdraht. Kein Klebstoff. Oh, schön, ein bisschen Halluzinogen. Top. Kann ich mir ein Zielfernrohr reinschrauben oder was? Okay, dann müssen wir schön, vielleicht woanders weiterschauen. Ja, schön, dass ich wieder gehen kann. Doch, der Typ. Okay, dann jetzt aber mal los. Titan, Titan, Titan. Venus, Callisto, Ganymed, Europa, Triton. Tanja? Ne, da ist Titan. Da wollen wir hin. Scan geht nicht, ist nicht schlimm. Ich mache trotzdem Kurs draus. Und wir springen. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan beendet. Willkommen auf dem Titan. Landefreigabe für New Homestead erteilt. Na dann.
Ich wollte jetzt gerade ausnahmsweise nicht zum Mars. So, New Homestead, wir landen. Und schauen mal, was hier so Feines gibt, außer einem Doppelcockpit. Willkommen in New Homestead. Bitte geh zum Gebäude am Ende des Wegs und dann einfach hinunter in die Kolonie. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, klar, kannst du. So, jetzt schauen wir mal, was gibt's denn hier Tolles? G. Erst B, dann G. Die haben auch ganz hübsche Schildgeneratoren, ne? Ich meine, wir haben das, glaube ich, gerade das Bollwerk. Weil das hat schon ordentlich Power. Wir müssen es nochmal irgendwie mit besserem Strom versehen. Thema Reaktoren. Moment. Wir sind ja gerade zufälligerweise dabei. Ich muss hier nochmal raus, dann kann ich mir mal einen Reaktor angucken. Das ist ein Klasse B, maximale Energie 10. Klasse B, maximale Energie 10. Hier war das Agavantrieb, das ist gar nicht, das ist der Reaktor. Klasse B 21. Klasse B 24. Hätte ein bisschen mehr. Ach, ich hab's natürlich immer wieder offen gelassen, ich hält. Ja, weiß ich nicht. Würde uns ein klein bisschen mehr geben als das, was wir momentan haben, aber. Naja, es sind drei Blips, ne? Ja, weiß nicht. Vielleicht gucken wir doch nochmal nach dem Cockpit. Brücke Cabot C3. So bräuchte ich. Alter, das ist ja ein Brett. Gibt's das auch vielleicht ein bisschen weniger brettig? Nö, der einzige Unterschied ist nur, dass es mehr Fracht tragen kann, aber. Fettigkeit kennt keine Grenzen, sage ich da mal. Weiß nicht. Haut mich jetzt gerade irgendwie nicht so vom Hocker. So, wenn wir jetzt schon mal hier sind, guten Tag. Ich schau mal, was es hier noch Tolles gibt. Gravitation ist hier nicht so, ne? Der Posten hier ist stinklangweilig. Aber das soll auch so bleiben. Na auf. Bleib auf dem Titan nicht zu lange draußen. Ohne den richtigen Schutz wirst du zu einem Eis. Wir nehmen Vandalismus hier ernst. Geschichte gehört beschützt. Was gibt's hier denn so Tolles? Ups, jetzt habe ich noch gerade unterbrochen. Wie unhöflich. Der Titanwind ist heute mal wieder richtig stark. So, mit der sollte ich sprechen, ne? Oh, hallo. Kommst du wegen der Stromausfälle? Das ist eigentlich der einzige Grund, warum jemand mit mir redet. Ich bin hier für die Stromversorgung zuständig. Oh. Okay, der ist. Ja, ich bin wegen der Stromausfälle hier. Nein, ich wollte nur plaudern. Klingt aber, als ob es ein Problem gäbe. Okay, der ist so schlecht. Oh, sehr witzig. Ja, ich bin für die Stromversorgung zuständig. Genau. Wir erzeugen auf Titan viel Windkraft, was genau mein Fachgebiet ist. Deswegen soll ich helfen, die einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen. Schockierend, was?
Okay, aber es klingt, als gäbe es ein Problem. Schlimmer noch. Ich sitze hier fest, weil ich das ganze System überwachen muss. Und wir haben im Moment niemanden, der rausgehen und den Fehler beheben kann. Ratet, wer es wird. Hast du die riesigen Windturbinen gesehen, als du gekommen bist? Die sind unsere primäre Energiequelle. Die starken Winde des Titan sorgen für eine fast konstante Energieversorgung, solange wir die Technik enteisen. Okay, und wie ist die Arbeit so? Naja, ich habe den Job erst seit ein paar Monaten. Aber ich finde es klasse. Auch wenn die Ausrüstung uralt ist. Das frustet schon. Ich war als Kind mal hier und fand es super. Als ich dann mein Energiewissenschaftsstudium fertig hatte und hier die Stelle frei war, habe ich sofort zugesagt. Ich weiß, es klingt ungewöhnlich, aber ich wusste, welche Bedingungen mich auf Titan erwarten. Die Herausforderung ist einer der Gründe, warum ich den Job wollte. Okay, ja, ist das schön. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ich bin noch ziemlich neu in dem Job und ehrlich gesagt etwas überfordert. Hilfe wäre super. Wieso erzählt mir eigentlich immer jeder irgendwie, wie inkompetent er eigentlich ist? Ich will unbedingt alle beeindrucken und ihnen zeigen, dass ich damit klarkomme. Aber die Systeme sind uralt und gehören eigentlich längst ersetzt. Wir haben im Moment einfach kein Budget dafür. Mein Vorgänger war überzeugt, dass es besser ist, die Sachen zu reparieren, als sie auszutauschen. Also hat er das Budget für einen Austausch nie beantragt. Wir müssen bis zum nächsten Jahr warten. Und was brauchst du? Ich suche jemanden, der mit einem Lasercutter umgehen kann und die ganzen Stromsysteme vom Eis befreit. Die sind wieder völlig vereist. Dann müsste Schluss mit den Kurzschlüssen und Stromausfällen sein. Hast du vielleicht Lust? Und traust dir das zu? Ja, kann ich machen. Oh, danke. Hab ich ein Glück, dass du aufgetaucht bist. Tu dir nur nicht weh und beschädige die Anlage nicht. Ich überwache weiter alles von hier aus. Na dann. Mal ein paar XP im Vorbeigehen mitnehmen, wenn wir jetzt hier eh schon sind und es mit dem Cockpit irgendwie nicht so cool war. Also ich meine, gut, wenn ich irgendwie ein Schiff baue, das halt irgendwie, keine Ahnung, fünfmal so breit ist, dann kann das auch funktionieren. Tue ich aber gerade nicht. Also ein Jetpack ist cool hier. Kannst so lange fliegen. Oh, Wolfram. Haben wir das nicht auch für irgendwas gebraucht? Die Scheiße vorhin eigentlich gekauft. Ist richtig entspannt, die Nummer. Eine Lagerkiste, die ist leider nicht mir. So, kehre zu Joyce zurück. Hallo, können wir reden? Kann ich von außen rein? Hallo, hallo, uhu.
nee, wir müssen leider die normale Schleuse nehmen, so wie es aussieht. Schade. Wenn die Schwerkraft so niedrig ist, dass du durch die Tür rein willst, aber auf dem Dach rauskommst. Das gute braune Pferd. So, guten Tag. Ihr, Pass auf, ich bin für deine Hilfe echt dankbar. Die Energieversorgung ist fürs Erste gesichert. Danke nochmal für deine Hilfe. Touching? Na danke, geht doch. Es ist nicht leicht, diese uralten Turbinen am Laufen zu halten. Nein, ich bin in New Atlantis aufgewachsen. Aber ist okay. Ich mag den altmodischen kleinen Mond hier. Wobei, für einen Mond ist er gar nicht so klein. Die Leute waren am Anfang ein bisschen misstrauisch, weil ich nicht von hier bin. Aber dass ich meinen Namen an die hiesigen Traditionen angepasst habe, hat sehr geholfen. Okay. Und ich mag ihn auch. Ich bin stolz darauf, den Namen der Erdenstadt zu tragen, aus der meine Urahnen stammen. Bis dann. Gut, ja, Karte haben wir, das ist alles schön. Hallo. Persönliche Aufzeichnung. Mein Therapeut meinte, ich soll für mich selbst Nachrichten aufzeichnen, wegen dieser drastischen Einschnitte in meinem Leben. Wohl um später darauf zurückzublicken und Fortschritte zu sehen. Jedenfalls lebe ich hier in New Homestead seit 3 Monaten und es war nicht leicht. Die Leute hier begegnen Fremden mit einer gewissen Reserviertheit. Aber sie brauchen mich hier, weil der vorherige Manager der Stromsysteme unerwartet verstarb. Er hatte ein Loch im Anzug und konnte nicht rein. Eventuell war Alkohol im Spiel. Erinnere mich daran, nicht denselben Fehler zu machen. Wo war ich? Also beschloss ich sogar, meinen Nachnamen zu ändern, um ihnen zu zeigen, dass ich es mit ihrem Zuhause ernst meinte. Meine Eltern waren nicht begeistert, aber schließlich haben sie es verstanden. Unter Titan uns ist der Wahnsinn, was mir gefällt es hier. Irgendwie. Ich mag die Geschichte dieses Orts. Erst war es ein Außenposten auf der Suche nach Leben, dann wurde erforscht, wie man Kolonien auf unwirtlichen Planeten errichtet. Und jetzt ist das hier ein lebendes Geschichtsmuseum. Es ist wirklich... Oh, Mist. Die Lampen geben schon wieder den Geist auf. Naja, ich mach mich wohl wieder an die Arbeit. Bis dann. Okay, ja. New Homestead ist ein lebendes Gesichtsmuseum. Aber die Menschen sind echt. Hat die gerade Gesichtsmuseum gesagt? Entschuldige bitte, mir ist gerade nicht nach Plaudern. Warum nicht? Wir haben hier viele Touristen, aber die wenigsten sind so kühn, eine Unterhaltung mit uns anzufangen. Was stimmt nicht mit dir? Willst du eine Kugel im Kopf? Du wirkst aufrichtig. Und, was kann ich für dich tun? Erzähl mir doch mal was über die Farm. Naja, zum Beispiel, dass sie meiner Frau Mora gehört. Ich hatte nur das Glück, einzuheiraten. Sie gehört der Familie seit Generationen. Die beste Quelle hier für frische Lebensmittel. Nicht wie der künstliche Mist von außerhalb und sicher nicht wie das Zeug von diesem Schandfleck Chunks. Na dann? Im Prinzip funktioniert die Landwirtschaft hier wie überall. Nur müssen wir unsere Erde importieren oder selber herstellen. Mhm. Und wir müssen extrem genau auf die Temperatur achten. Die Oberfläche des Titans ist gefroren und darunter liegen die Eishöhlen. Sonst muss man die Pflanzen nur mit künstlichem Sonnenlicht und mit CO2 versorgen. Nichts Wildes. Alles Kein klar. Kein Problem. Schönen Tag noch. Ach Gott, ist da nett drauf, du. Da freut man sich ja richtig. Über so ein Sonnenscheinchen. Wäre toll, mal vom Planeten runterzukommen. Okay, dann könnt ihr jetzt noch zum Wohntag runter. Ich glaube, das möchte ich jetzt aber nicht. Wir sind ja nicht nur wegen eines Cockpits, das wir dann doch nicht genommen haben hier, sondern wir möchten ja auch noch zum Mars. Und weißt du was? Wobei wir...
Ja, komm, wir starten mal richtig. Wir starten einfach mal richtig. Kann ich hier vielleicht noch was einkaufen? Da nicht, da auch nicht, aber da hinten war noch ein Automat, oder? Ja. Ui! Oh, so. Dann schauen wir doch mal, was es hier noch an wunderschönen Ressourcen gibt. Wir hätten zum Beispiel Wolfram. Nehmen wir mal mit. Ja, vom Rest haben wir schon wieder relativ wenig. Polymer stecke ich komplett ein. Schwerelosdraht, Titan, Vanadium, warum nicht? Lithium, Kupfer, Wasser. Ja, Wasser brauchen wir nicht. Oh, halt, sonstiges wäre noch ganz praktisch. Ressourcen. Es. Ich hätte schwören können, ich habe den gerade leer gekauft. Nein, ich glaube, ich habe mich gerade leer gekauft, ich Held. Fuck it, das hat sich jetzt gelohnt. So, dann mal hier rein. Habe ich irgendwie eigentlich noch eine Möglichkeit, irgendwo noch von woanders noch meinen ganzen Krempel einweg zu lagern? Achso, Wissenschaftslabor ist doch hier. Hätte ich eigentlich nur ein Forschungslabor, hätte dann auch gereicht, ne? Okay, es mangelt an Klebstoff. Iridium haben wir auch keins. Wir haben Mündungsmods. Was wir nicht haben, ist Klebstoff. Und Klebstoff. Aber wir können jetzt zumindest wieder neue Mods an unsere Waffen schrauben. Hier würde mich mal interessieren, was da noch geht, intern. Können wir noch nicht machen, ne? Ja, Präzision ist nicht so spannend. Wie schaut's denn da aus? Ja, internen Mods haben wir noch nicht. Der Schalldämpfer auf gar keinen Fall. Das bringt alles nicht so wahnsinnig viel. Könnten wir jetzt noch einen Laser anmontieren. Was ist eigentlich ein Aufklärungslaservisier und einem normalen Laservisier? Ja, okay. Gewicht. Okay, das machen wir mal. Okay, da reicht es wieder nicht für, wie immer. Okay,
Okay, das muss erstmal für einen Moment lang. Haben auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen... oh, warte mal, apropos Dinge. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben keine Skillpunkte. Gut, das haben wir schnell geklärt. Freut mich sehr und weiter geht's. Eine Tür ist richtig, die andere ist es nicht. Und Abflug in 3, 2, 1. Naja, fast. Wir haben sie nicht schlanker gemacht, ne? So, Freestar, Rambler, okay, das ist jetzt nicht weiter tragisch. UC-Sec, da wird wahrscheinlich auch nichts Böses passieren. Was ist denn das? Econo Hall. Übertragung erhalten. Was gibt's? Hast du was Interessantes gehört? Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder in einem Bett mit echter Schwerkraft zu schlafen. Gut, das sind wichtige Dinge. Ja, dann geht es für uns wahrscheinlich wieder auf dem Mars weiter. Biete Mitch Benjamin Hilfe an. Ja, kann man machen. Ich will jetzt aber erstmal dahin. Jetzt sind wir erwartet, schon die ersten Viecher drin zu sehen. Captain, willkommen zurück. Du warst so lange weg, dass ich schon dachte, du wärst versetzt worden. Wie fühlt es sich an, ein Bürger zu sein? Also eigentlich fühlt es sich fast genauso an wie vorher. Wie du meinst. Ich erinnere mich noch an die Zeremonie. Stand mit 19 Jahren auf dem Vordeck vom Mast, sah die ganze Stadt. Einer der stolzesten Tage meines Lebens. Aber es ist toll, dich wieder hier zu haben. Wir haben die Terromorph-Daten analysiert und... Nun, wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Diese Protokolle sind noch gründlicher, als ich sie in Erinnerung hatte. Genetik, Populationsdaten, selbst die verdammte Nahrungskette. Ich hatte zum Beispiel völlig vergessen, dass es mal eine Kreatur gab, die Terromorphs fraß. Im Moment haben wir durch diese Daten jedenfalls mehr Forschungsoptionen als verfügbare Leute. Natürlich. Dann würde ich mich auch ganz bestimmt freuen, dass dein Forschungsteam auf dem Weg hierher ist. Das wäre ja mal der Hammer, was? Moment, ist das etwa dein Ernst? Im Ernst? Unser Forschungsteam? Das ist... unglaublich. Das beschleunigt alles. Wenn sie zurück sind, werden wir... Was? Kaisa? Du hast Kaisa gefunden? Er ist als nächstes dran. Das stimmt. Die brauchst du. Wer auch immer dir diese Spuren gab, ist bestens informiert. Wie ist es dir denn gelungen, sie zu finden? Oh, ganz böse. Ich mache einfach einen guten Job. Nein, du vollbringst wahre Wunder. Kaisa wiederzuhaben eröffnet uns viele neue Möglichkeiten, in Zukunft mit den Terromorphs fertig zu werden. Aber wenn er die ganze Zeit allein da draußen war, wirst du etwas Bestimmtes brauchen. Komm schon. Okay. Wir haben viele Fortschritte dabei gemacht, hier alles in Gang zu bringen. Einige der Sicherheitskammern waren von der... ungemütlicheren Sorte. Aber das Personal hat das schnell geändert. Na. Hallo. Wer bist du denn? Achso, Freestar Collective Beobachter, verstehe.
Stimmt, wir hatten ja zugesagt, dass es die gibt. Ich weiß, es ist hier irgendwo. Aha! Hier. Kaisers Baupläne. Aktuatoren, Waffen, Batterien. Dieser alte Roboter war lange verschollen, also braucht er wahrscheinlich Reparaturen. Außerdem ist seine Sprachsteuerung gesperrt. Mit dem folgenden Satz erhältst du die Autorisierung. Nos Belli Machinis. Also, wo genau ist die alte Maschine? Moment mal, du schlägst vor, dass ich ihn repariere ganz allein. Ist eigentlich halb so wild. Solange er auf einem Planeten mit einem gewissen Maß an Zivilisation ist, solltest du so gut wie alles Nötige zusammenschustern können. Er ist doch auf so einem Planeten, oder? Ein Schlachtfeld? Auf Nira? Oh Mann, dann ist es ja kein Wunder. Dieser Sektor von Nira war während des Krieges das Hauptziel für Xenowaffen. Dazu kommen noch die verheerende Umweltzerstörung und die Gesetzlosigkeit, die auf allen Freestar-Welten herrscht. Der Planet bietet reichlich Möglichkeiten für ein vorzeitiges Ableben. Aber es gibt da einen Ort, an dem du deine Suche beginnen kannst. Yep. Fürst von Schrotternich. Lizenziert an Angelo Alonso. Nennt sich Jell. Das wäre doch ein guter Anfang. Okay. Was macht den Kampf gegen die Tauben auch so wertvoll? Das möchte ich wissen. Kaisa verleiht unserer Arbeit bei Außeneinsätzen ein Maß an Präzision, das ohne ihn undenkbar wäre. Wir prüfen mehrere Optionen. Detektoren, um die Sie zu testen, erfordert extrem spezifische Materialien. Wenn wir Marines als Begleitschutz für derartige Missionen hatten, endete das normalerweise mit ruinierten Proben und verletzten Kollegen. Okay, was kannst du mir noch über das Ding sagen? Der Koloniekrieg war oft brutal, aber Nira hat es am schlimmsten erwischt. Alles, was das Freestar Collective und die UC aufbringen konnten, also Bodentruppen, Xenowaffen und Mechs, kam dort zum Einsatz. Beide Seiten hofften, etwas würde das Blatt entscheidend wenden. Tat es aber nicht. Als der Krieg endete, waren große Teile dieser Welt so schwer verwüstet, dass sie praktisch aufgegeben wurden. Was Kaisa ausgerechnet dort macht, da kann ich nur raten. Okay, dann auf nach Nira. Und ich sorge dafür, dass wir ihn sinnvoll einsetzen können, sobald du ihn hast. Na dann, schauen wir doch mal. Wir gehen ohne großen Aufhebens da mal hin. Und Kurs und Sprung. John Swiss. Danke, du bist unsere Rettung. Meine Frau und ich, wir wollen nach Voli Alpha. Ich sage ihr, dass wir richtig fliegen, aber sie besteht darauf, dass das nicht stimmt. Wir sind daran vorbeigesprungen. Robin, kannst du bitte mal aufhören, mich zu unterbrechen? Wenn du mir mal zuhören würdest, müsste ich dich auch nicht ständig unterbrechen. Vielleicht wird eine Wegbeschreibung zur nächsten Paartherapie mehr bringen. Sehr geil. Ja, absolut. Tut mir leid. Manche Menschen sind schnell gereizt, wenn sie Unrecht haben. Von wegen Unrecht. Pass auf, der Planet ist bestimmt vor uns. Wetten? Tja, das werden wir dann ja gleich noch sehen. Ihr müsst umdrehen. Ha, ich hab's doch gesagt. Okay, du hattest recht. Bist du jetzt zufrieden? Meine Güte. Ah, das werde ich noch lang zu hören kriegen. Danke für deine Hilfe. Bis dann. Fürst von Schrotternich, Alter. Der ist ja so schlecht. Der könnte von mir kommen.
glaube tatsächlich, ich werde die Landebucht dann wieder nach vorne umbauen. Wenn es geht. Warum bin ich nicht gleich ganz ausgestiegen, verdammt? Okay. Achso, das ist schon die Landebucht. Die kann ich nicht weiter ausbauen. Blöd. Ja, gut, dann schauen wir mal. Entschuldigung. Irgendwas Sinnvolles. Okay. Kunde, Lieferant, Söldner? Egal, bei Jell bist du richtig. Warum? Brauchst du einen Ratschlag, bevor du in die Felder ziehst? Jell hilft dir gerne. Gut, dann gehen wir da mal reinschauen, was da los ist. Vorausgesetzt, wir finden den Eingang. Ein neues Modell. Willkommen im Fürst von Schrotternich, Zuflucht und Erholungsheim für die toughesten aller Schrotter. Ich bin Jell, der Betreiber. Okay, ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Was machen die denn hier? Hauptsächlich machen wir Mechs zu Geld. Wir verkaufen aber auch Ausrüstung, Infos und Vorräte an neue Kurzzeitschrotter, die auf den Feldern nach Reichtum suchen. Ah, du willst dir also nicht auf den Feldern ein goldenes Näschen verdienen. Okay, aber einen Bot namens Kaisa gibt's hier nicht. Oh, meinst du vielleicht Captain Ahab? Zumindest nennen wir ihn hier alle so. Keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Er hat nämlich so eine Art Sicherheitsprotokoll, das Fragen oder freundliches Geplauder unterbindet. Aha. Aber er ist ein Kampfbot, stimmt's? Ja, die Maschine ist schon länger da draußen. Jagt immer diese eine Siren. Sein weißer Wal. Ist aber schon eine Weile her, dass jemand Captain Ahab gesehen hat. Vielleicht hat er das Ding ja erwischt. Oder es ihn. Ja. Was eine Siren? Ein ganz fieses Alien. Ein Überbleibsel des Koloniekriegs. So gut wie blind. Spürt seine Beute mit extrem unangenehmen Schreien auf. Die ersten davon wurden als Xeno-Waffen nach Nira gebracht. Aber die Biester sind längst alle tot. Sie haben aber genug Babys zurückgelassen, die da draußen seither mächtig für Abwechslung sorgen. Ja, was daher könnte das sein? Daher kenne ich dieses Abzeichen. Red Devils. Oh ja, Ahab ist definitiv dein Bot. Klingt so, als hättest du zwei Optionen. Kannst ruhig da draußen rumspazieren und deinen Bot jagen. Deinen eigenen weißen Wal sozusagen. Vielleicht findest du ihn oder du gehst dabei drauf. Wir kennen uns hier aus, das gehört zum Job. Wenn du ihn also deutlich schneller finden willst, verkaufe ich dir die Infos, die ich über Kaisers Standort habe. Der Standardpreis hat's in sich, aber für einen guten Grund.
Okay. Ich höre. So, ich verspreche dir, das bleibt zwischen uns beiden. Ich hoffe, ich kann dir trauen. Natürlich kannst du das. Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Ah, verdammt. Immer auf das richtige Angebot zu warten. Es gibt nichts zu bereden. Ich habe mich klar ausgedrückt. So läuft das leider nicht. Ich muss hier meinen Lebensunterhalt verdienen, okay? Tut mir leid, aber der Preis ist fix. Na gut. Tja, schön für ihn. Aber das füllt unsere Tanks nicht mit Acetylen. Und mal ganz ehrlich, was macht irgendein Morph-Angriff da draußen für einen Unterschied? Sorry. Drecksack. Ich probier's alleine. Wie du meinst. Das Süddock ist ein guter erster Orientierungspunkt. Und falls du es dir anders überlegst, das Angebot steht noch. Ja, mach du mal. So, wo muss jetzt raus? Da hinten. Okay. Das sieht schon mal sehr eindruckserweckend aus. Ruhigt ein. Okay, das hat ja gar nichts drauf. Oh, das hat noch viel weniger drauf. Die andere jetzt eigentlich hin? Habe ich die schon geschrottet oder was? Oh, ja. Entschuldigung. Sollte man nicht drin baden, ist ein bisschen Bleibrühe. Macht nicht so gut. Vielleicht ein bisschen Gesundheit nachpumpen und mal kurz ins Inventar schauen. Ob wir irgendwie was gegen einen Status haben. Korrosiver Regen. Okay. Ich habe so gerade Geballer gehört. Na gut, es können auch die Türme gewesen sein, natürlich. Was denn hier? Erledigt. Oh. Guten Tag. Oh.
Gesundheit. Wie die Scheißwumme natürlich immer dann leer ist, wenn ich sie brauche. Das war knapp, hat viel Zeug gekostet. Mindestredewerkbank. Was will ich denn hier mit der Werkbank da draußen? So ein bisschen Apfelstimmen. So, Schlückchen Milch kann auch nicht schaden. Okay, so. Wir sind natürlich immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Was ist denn hinten noch los? Ist das ein Außen? Oder gehört das noch zu der Basis oder ist das was eigen? Oh. Ist das schon? Es reicht. Mal sehen, dass du noch kämpfst. Lass die Waffe frei. Was Geiers Einheit 99? Es ist vorbei. Das wird sie aufscheuchen. Munitionskiste, das klingt gut. Das machen wir mal auf, wie immer. Das war ein bisschen unschlau. Ich dachte, jetzt tatsächlich zwei von den Einern verblasen muss. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Das wäre noch ein Einer, gefällt mir gar nicht. Passt hier nirgendwo rein. Passt hier auch nirgendwo rein. Passt hier auch nirgendwo. Alter, hier geht ja gar nichts drin. Okay, dann hoffen wir, dass wir jetzt hier genug Zeug haben, um das Ding irgendwie aufzubekommen. Nein, haben wir nicht. Schlecht. Okay, müssen wir nochmal neu machen. Nochmal. Hast du kein Glück, kommt noch Pech dazu, ne? So. Der geht hier nirgendwo. Der hier ginge. An der Stelle. Und dann könnte man noch den dann nicht benutzen. Das ist großartig. Okay, das sieht gut aus. Den da und den da. Offen. Ist der einzige Weg, wie das hier aufgeht. Ja gut, nicht zwangsweise der einzige, aber... Geht auch nirgendwo, sehr gut. Das geht.
Na also. Na toll. Für das bisschen Muni. Und gleich noch eins. Ich glaube, den will ich jetzt nicht aufmachen. Oh, Kosmetikum. Rettungsachs brauchen wir jetzt, glaube ich, weniger. Natürlich kann ich nicht schlafen, weil Gegner in der Nähe sind, war klar. Die Model-Air-Roboter, die wir in der Waffenkammer haben, sind erstklassig aktiviert und Falleinbedrohung auf der Station aktiviert. Ich habe nicht die nötige Freigabe, um zu wissen, was hier aussieht, aber ich weiß ja wohl, dass jedes Sicherheitsrisiko eliminiert werden muss. In Anbetracht dessen, was auf dem Spiel steht, habe ich mir vorgenommen, die Waffensysteme der Roboter selbst ein bisschen aufzumotzen. Ich habe ihre Aufruflisten angesehen und glaube, dass ich noch ein paar Verbesserungen in der Subroutine ihrer Programmierung vornehmen kann. Als ich den Leutnanten davon erzählt habe, hat sie mir nur mit ihrem üblichen grimmigen Blick zugeworfen. Sie hat mich daran erinnert, dass ich die Erlaubnis der entsprechenden Person benötige, bevor ich auf eigene Faust Modifizierung eine Maschine vornehme. So, Maschinen, sagst du. Okay, das Vieh ist jetzt abgehauen, oder was? Sieht wohl so aus. Vielleicht ist es der weiße Wal. Würde irgendwie Sinn machen, dass dieser Roboter, andersrum, dass dieses Vieh halt genau das ist, was der Roboter sucht. Trauma-Packs, sehr gut. Waffenkoffer, was da drin? Bisschen Muni, die Knöpfe selber kann mir egal sein. Wir können es mal ohnehin legen, vielleicht hilft es irgendwie bei der Genesung. So, mal so 8 Stündchen und dann schlafen wir es mal hier aus. Aber weiter geht's dann erst wieder beim nächsten Mal. Euch wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.